726. Ne. 726 ist Konfiguration 3. Ach du Scheiße, wo geht die denn los? 5, 5. Und dann immer, und dann da. Okay, 5 zuerst nach rechts. 5, 5. Zuerst nach rechts. 100, dab, dab, dab. Aber dann ging es zweimal runter. Okay. Das war Nummer 2 und ich schätze mal, 4 müssen wir finden insgesamt. Den haben wir. Vielleicht finden wir ja mit der Kamera noch einen. Da. Steht aber keine Nummer dran. Welche hat man? Die 2 und die 3. Probieren wir erstmal die 1. Das ist 6 und 2 und dann. Ah. 6 und 2. Oh Gott. War das nicht das? Doch, war richtig, aber dann ist es der andere. 4 und 2 runter, rüber, runter. Ne, hat man schon die 4 dort unten. 4 und 3 und dann 2, 4, 5 mal hoch. 4 und 3. 1, 2, 3, 4, 5 mal hoch. Aber wo ist dann Nummer 4? Hinten, der ist grün. Zumal wir haben nur 3 Kameras. Der ist grün. Es scheint doch noch irgendwo ihn zu geben. Es wundert mich halt, dass wir bei 3 Kameras 4 so eine Dinger haben. Chat, wenn ihr irgendwas Verdächtiges seht. Sagt's mir am besten. Und am besten gleich mit welcher Kamera, die ihr da unten die Buchstaben A, B, C. Ich denke mal, es ist vielleicht sogar noch so unscheinbar irgendwo versteckt. Achso, das war der erste Teil von dem. Ich dachte, aus den Zahlencodes wird man schlau werden. Also es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder ist es wirklich irgendwo komplett schwierig versteckt oder es sieht noch nicht mal so aus wie die anderen Teile.
dass es vielleicht irgendein Computer oder so ist. Der leuchtet grün. Hier ist es halt dunkel wie im Arsch. Hier könnte noch irgendwas sein, dass wir vielleicht erstmal eine Stromverbindung herstellen müssen. Mit ihm sehen wir ja zwei. Da sehen wir die. Und die. Dort geht ein Kabel hin. Hier geht ein Kabel hin. Vielleicht nach irgendwelchen Kabeln Ausschau halten. Und hier geht ein Kabel hin. Es blinkert denn dort hinten rot. Stromkabel für einen PC. Auch leichter gesagt als getan. Was war denn das Ding hier? Kühlmittel, Hauptpumpe. Aha. Okay, wir brauchten den vierten gar nicht. Wenn alle Pumpen aktiviert sind, starte jede Pumpe neu und bestätige dann. Reaktiviere die Hauptpumpenkontrolle und bestätige. Dann reaktiviere die Hauptpumpenkontrolle und bestätige. Good job, Sam. That'll allow us or anyone else access to the Universal Modules 3 and 4 as well as the Shenzo Arm. Still not opening. The lockdown hasn't lifted. Now saying something about contact points. Emma? We had the same problem on the EAS arm. I think whatever moved us to Saturn caused us to shake. Wait, what? Saturn? Yeah. Sorry, I should have mentioned that. I'd say it's a long story, but all I know is that Sam thinks he brought us here. Shit! Saturn? I mean... Christ, I don't know where to begin. Look, I'll head outside and try to get this sorted. I still have my suit and plenty of O2. Be careful, May. I'll be fine, Emma, don't worry. Oh Gott, das ist jetzt die chinesische Raumstation. Ja, die ist ja einfach konstruiert. Was war unsere Aufgabe? Um die wichtigsten Stationsvermeldungen kümmern. Ach, schon wieder. Wichtigste Stationsvermeldungen. Erforderliche. The Coolant Network is reporting multiple errors. Recommend investigation.
That could give us problems later on. Have a look at the network hub, please, Sam. Ach so, das schon wieder. Hm, ja. Wir müssen hier irgendwas finden. Es ist halt auch total witzig, wie die Stifte hier schweben und so. Das ist Station 2, die sind noch fast baugleich, wollte ich sagen. Also die Chinesen haben es wenigstens schön übersichtlich einfach gehalten. Also hier können wir jetzt erstmal nichts mehr machen, glaube ich. Das Ungleichgewicht, das müsste man ja eigentlich behoben haben, oder nicht? Ach so, okay, hier ist grün jetzt. Systemreset entdeckt in der UN1. Derzeit nicht verfügbar. Aber hier haben wir jetzt noch keinen Plan. Oder? Nee. Also sprich, wir werden vielleicht sogar einen Plan suchen müssen. Einen Plan. Ich habe keinen Plan.